haben ihnen erklärt, das Beispiel mit dem Geschenk. Okay, ein Geschenk ist kostenlos, du bezahlst nichts dafür. Genauso bezahlen wir auch nichts für das ewige Leben. Wir bezahlen nichts dafür, um in den Himmel zu kommen. Wir tun keine guten Werke, um in den Himmel zu kommen. Sondern wer hat aber dafür bezahlt? Denn jemand muss bezahlen für das Geschenk. Wer hat dafür bezahlt? Jesus Christus hat dafür bezahlt. Genau. Und du hast bestimmt schon mal gehört von Jesus. Jesus ist nicht nur der Sohn Gottes, sondern er ist auch Gott selbst. Die Bibel sagt, dass Gott im Fleisch geoffenbart wurde. Du hast bestimmt schon mal gehört von der Dreieinigkeit, sage ich dann. Besonders wenn ich mit jemandem rede, der sich als Christ bezeichnet, sage ich, du hast bestimmt schon mal davon gehört von der Dreieinigkeit. Vater, Ja. Sohn und Heiliger Geist. Und diese drei sind eins, sagt die Bibel. Das heißt, ein Gott, drei Personen. Jesus Christus ist Gott im Fleisch und er ist eben Gottes Sohn.